Ja! 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 Ja!
vorbei, 90, ich sage mal, heiße Minuten, sehr starke Minuten, es war ein Top-Spiel. Wie siehst du das? Oder du hast ja auch kurze Zeit mal mitspielen dürfen. Aber erstmal, war es eine Verletzung oder warum bist du raus? Ja, von mir ist das wieder die Leiste. Wir haben unter der Woche versucht, das irgendwie hinzubringen, aber hat leider nur für eine Viertelstunde gereicht. Aber schauen wir mal nächste Woche. Genau. Zum Derby selber, ich denke, das 1:1 ist absolut gerechtfertigt. Das ist, denke ich, ein gerechtes Remis. Das Derby hat alles gehabt, Chancen wie hüben und drüben. Ja, und ich denke, am Ende des Tages steht er gerecht davon. Ihr habt in der ersten Halbzeit ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, so habe ich das Gefühl gehabt. Am Anfang war er stark und dann habt ihr doch ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Aber in der zweiten Halbzeit habt ihr es dann gleich nach ein paar Sekunden gleich richtig gut gemacht und habt dann auch Druck gemacht. Ja, wir haben zur Halbzeit einen zweiten Stürmer gebracht, dass wir wieder vorne mit zwei Stürmern spielen. Wir haben dann natürlich nach vorne Angriffspressing, das was uns eher liegt, vorgegeben. Und so waren wir natürlich dann entsprechend schnell im Spiel drin und am Ende des Tages war vielleicht auch das ausschlaggebend, warum dann das Tor von Jonas den Punkt gegeben hat. Ja, die bis zur Winterpause habt ihr jetzt noch ein Spiel. Ihr habt nach einem, ich sage jetzt mal, einen kleinen Durchhänger jetzt wieder in die Spur gefunden. Wie ist dein Resümee jetzt allgemein zu den Spielen bis jetzt? Ja, ich denke, der Ball lügt nicht. Genau da, wo man steht, das hat man sich ja irgendwo verdient. Wie schon richtig gesagt, der Durchhänger, der tut uns natürlich einen kleinen Rucksack so ein Stück weit mitgeben. Wir haben jetzt ein Diesfort vor der Brust. Ja, wir werden natürlich da alles versuchen, nochmal drei Punkte zu holen. Und dann werden wir einen Strich drunter ziehen und dann in der Winterpause analysieren, was die Stellschrauben sind für eine erfolgreiche Rückserie nach der Winterpause. Und wo soll dann der Weg hingehen? So weit nach oben, wie es irgendwie geht. Alles klar. Dafür alles Gute. Ja, frei, ja, und danke. Bei dir wieder alles Gute, ja. Und wir sehen uns auf jeden Fall nochmal. Ja, alles gut. Danke dir. Mach's gut, gell? Servus. Ja, für dich. Ja, Michi, das war ein Derby, das einfach alles gehabt hat. Du hast es gerade schon gesagt. Fehlt hat eigentlich gar nichts, außer vielleicht ein Heimsieg, aber wenn man es nach 90 Minuten sieht, war es eigentlich ein gerechtes 1:1. Ja, ich denke, du hast es sehr gut zusammengefasst. Wir haben uns ja gerade schon kurz unterhalten. Ich bin auch der Meinung, du musst einfach das 2:0 vor der Halbzeit machen. Der Ball wird super gewirkelt. Dann kriegst du sogar noch mal eine zweite Chance, wo ich sage, der wird auf dem Silbertablett serviert, du vergibst das Ding. Das sind halt solche entscheidenden Momente, wo ich sage, es gibt vielleicht Spiele, wo ich mir das erlauben kann, aber sicher nicht gegen Tremmersdorf. Ich muss sagen, insgesamt sehr rassiges Kreisligaspiel, Wahnsinn. Also beide Mannschaften extrem hohes Tempo von Beginn an, absoluter Leistungswille war da und da muss ich eben meine Mannschaft wirklich loben heute, dass sie trotzdem dagegen gehalten haben, nicht nachgelassen. Ja, und dass du dann hinten raus den Ausgleich noch kriegst, ist bitter, aber wie wir es schon resümiert haben, beide ist halt dann auch nicht ganz unverdient, weil der Gegner hat natürlich auch seine Chancen. Also, ihr habt ja ein bisschen Probleme gehabt, Aufstellungsprobleme, hast du ja auch gesagt vor dem Spiel. Du hast, glaube ich, auch nicht so wechseln können, wie es vielleicht hast gewollt, oder? Ja, das hat man gemerkt. Ich meine, wie gesagt, die Spieler haben vorher schon in der zweiten gespielt. Das ist dann auch nicht das Spiel, wo ich sage, da kann ich nochmal wen bringen, der vorher schon mordsmäßig laufen musste. Aber du musst nehmen, was da ist, wie gesagt. Und ich glaube, dass die Jungs wirklich das Letzte rausgeholt haben, das Allerletzte. Und dann ist es natürlich schwierig gegen so eine extrem steige Offensive, wie sie Tremmersdorf auch hat. Aber ich muss sagen, mit einem Gegentor gegen so eine Offensive, da kann ich absolut leben. Und ich habe auch zu dir schon gesagt, vor dem Spiel mit dem Windspielergebnis kann ich sehr gut leben. Und bin ich absolut zufrieden. Genau. Du hast es vorher rausgesagt, 1:1 eigentlich. Ja, ich meine, die Spiele zwischen Tremmersdorf und Forbach sind immer eng. Also seit ich jetzt hier bin, haben wir zum Glück noch keins verloren, aber es war 1:1, 3:2. Also es war noch nie ein Spiel dabei, wo ich sage, da hat sich einer richtig absetzen können. Ne? Und das zeichnet halt beide Mannschaften auch aus. Ich meine, man muss einfach mal auch anerkennen, was Tremmersdorf an Qualität auf den Platz bringt. Das ist einfach Wahnsinn, wenn ich vorhin den Ballwechsel sehe, vom Dittner nach außen mit dem ersten Kontakt, legt er sich den Ball wieder in den Lauf. Also da muss man einfach mal anerkennen, dass der Gegner schon auch sehr, sehr stark war und dass die Jungs das aber dann trotzdem alles wettmachen und sagen wir, alle Tugenden, die sie haben, voll auf den Platz bringen, auch nur im vorletzten Spiel, das zeichnet uns aus und macht mich auch zuversichtlich jetzt für den letzten Schlusssport, den wir nach vorne sind. Ja, du hast es jetzt angesprochen, ich wollte es jetzt gerade nochmal sagen, ihr habt jetzt eine sehr gute Vorrunde gespielt mit den restlichen Spielen jetzt bis zur Winterpause. Habt jetzt nächste Woche nochmal einen richtigen Brocken vor euch. Wie bist du zufrieden im Gesamten jetzt? Nicht auf die Spiele bezogen, sondern mit der gesamten Situation, die ihr jetzt habt.
Tabellarisch meinst du? Ja, so kann man es ungefähr sagen. Ich meine, wenn man oben steht, ist man eigentlich immer zufrieden. Aber. Also ich bleibe dabei, dass das über unserem Level ist. Die Mannschaft ist nicht schlecht. Sie hat sich etabliert in der Kreisliga. Sie hat viele Fehler von der Hinrunde abgelegt, hat sich enorm entwickelt und kann mit jeder Mannschaft in der Liga mithalten. Also auch mit den sehr guten. Und deswegen ist auch Erbendorf sicher nochmal ein schwerer Brocken. Aber wer den FC Tremmersdorf so wegverteidigt, der kann auch gegen Erbendorf wegverteidigen. Und da ist man nicht bange. Insgesamt muss ich sagen, wenn mir das vor der Saison einer gesagt hätte, hätte ich tatsächlich nur Kopfschütteln übrig gehabt, weil hätte nicht gedacht, dass die Mannschaft die Entwicklung so schnell nimmt. Das sind trotzdem viele Spieler, die noch nie Kreisliga gespielt haben, auch noch sehr jung sind, entwicklungsfähig, und dass sie jetzt diesen Schritt so schnell gemacht haben, freut mich enorm. Es ist eine Riesenfreude, wenn ich sehe, wie die Jungs sich jede Woche reinhauen. Aber man muss schon auch die Kirche im Dorf lassen. Ich muss sagen, es sind sicher Mannschaften in der Liga, die mehr Potenzial, mehr Qualität haben. Wir wiegen es vielleicht mit anderen Tugenden auf. Okay. Und das zeichnet uns einfach aus. Und ich denke, unser kleiner Vorteil, den wir jetzt haben, wir haben schon viel weg von oben. Also wenn jetzt die ganzen Spiele jetzt seit der Rückrunde beginnt, nur Top-Teams. Und das ist halt jetzt das Gute, was ich sage. Wir haben halt wirklich viele schwere Brocken, die laufen intensiv sind, haben wir weg. Und wenn wir jetzt im letzten Spiel auch nochmal gucken, dann bin ich hellauf begeistert. Alles klar. Alles Gute dafür. Danke dir. Und ich hoffe, verletzungsfrei bis zum Beginn der letzten Spiele. Und wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Super. Vielleicht sogar, ja, ich sag's jetzt nicht. Alles klar. Mach's gut mit dir. Alles Gute. Ciao.